Wir dachten, alles wäre ein April-Scherz, aber tatsächlich ist sie da, die Ella Bach, für den LS22. Wollen wir auch gar nicht weiter lange rumreden, sondern wir starten wieder direkt mit unserem guten alten Trailer. Ja, die Ella Bach wurde dieses Jahr von dem lieben Moos Agrar-Team gemacht. Aktuell nur für PC und Mac, aber soll später auch noch für die Konsole kommen. Insgesamt haben wir hier auf der Karte 179 Felder und auch Wiesen. Dazu gibt es dann insgesamt 4 Höfe und noch eine Biogasanlage. Ich muss sagen, im Verhältnis zum 19er ist die Karte auch, glaube ich, ein bisschen größer ausgefallen. Also es gibt mehr Felder und auch mehr Fläche, die man bearbeiten kann zum Schluss. Klar, es gab natürlich die Version im 19er und im 17er. Aber jetzt beginnt quasi wieder eine neue Zeit. Eine neue Karte, neue Gebäude, neue Höfe. Das ist eigentlich mittlerweile immer so. Aber ich muss sagen, für meinen Geschmack sind die Höfe echt schön gelungen. Zudem hat auch Moos Agrar hier jede Menge Verkaufsstellen eingebaut, auch saisonale Map-Objekte und wir haben natürlich auch wie überall den Tierhändler. Was man auch hier zum ersten Mal sieht, muss ich zumindest sagen, ist es diese Schotterwege hier von Moos Agrar nicht ganz normal mit dem Giants Tool gezeichnet wurden, sondern hier sogar mit Blender erstellt wurden, heißt es in Wege. Die kann man dadurch nicht umtexturieren, aber die sind einfach viel kurviger, viel passender, habe ich das Gefühl. Also ich würde schon sagen, dass gerade dieses Verhältnis zwischen dem alten, bekannten und diesem ganzen neuen, was jetzt dazugekommen ist über den LS und so, dass es sehr gut kombiniert wurde und auch schön miteinander harmoniert. Außerdem hat das Moos Agrar-Team hier auch noch einige neue Gebäude reingebracht und auch einige neue Texturen, sowie eine realistische Stoppelzerstörung und auch noch mehr Bodenwinkel. Oder hier unten, da haben wir zum Beispiel dann so eine kleine Schafweide mit den Bäumen auf so einem Hügel. Kann man leider auch nicht kaufen, aber sieht trotzdem voll schön aus. Hier und da gibt es dann natürlich auch so Deko-Objekte, wie zum Beispiel hier so eine schöne Solaranlage. Die kann man zwar nicht kaufen, aber diesen Solarpark eher schon. Der sieht einfach trotzdem schön aus dort in der Natur. Jetzt sind natürlich die Felder nicht ganz so unförmig wie vielleicht auf der Stappenbach oder auf anderen Karten. Aber irgendwo muss man dann halt auch mal Abstriche machen. Die Karte bietet dann halt dann auch wieder so 2 Räume quasi. Du hast einmal immer diesen landwirtschaftlichen Bereich mit vielen Feldern oder mit Wald. Und dann hast du halt trotzdem wieder den Ort, der belebt wirkt und die Menschen auch vor Fußgängerüberwege und so drüber laufen. Aber gerade wenn man sich diese landwirtschaftliche Seite quasi anschaut mit den Feldern und so, gibt es dann so idyllische Orte. Hier hast du dann so ein Zelt mit einem Lagerfeuer. Da fühlt man sich einfach wohl, weil es einfach so detailreich und schön gestaltet ist. Da hat man einfach Bock und so. Dann sind natürlich auch altgekannte Dinge geblieben, wie zum Beispiel hier. Die Feuerwehr von Oberellerbach kennt natürlich jeder, der sie auch im 19er gezockt hat, ist einfach geil. Aber trotzdem
gibt diese Karte einfach so einen nostalgischen Vibe. Man hat einfach Bock auf dieser Karte zu zocken, Spaß zu haben, mit Freunden was zu machen. Das gibt einfach auch, ich denke bei vielen, vor allem auch bei mir, diverse Flashbacks. Wenn man hier die Höfe betrachtet, haben wir 3 Kuhhöfe und einen Schweinehof und halt dann zum Schluss noch zusätzlich die BGA, die natürlich auch quasi wie ein Hof darstellt. Für meinen Geschmack hätten es noch ein paar mehr Höfe sein können, vor allem auch gerade mit anderen Tieren und nicht nur Kühe, so dass man zum Beispiel noch einen Schweinehof, einen weiteren Schweinehof hat oder dann halt auch noch einen Schafhof, wäre vielleicht auch cool gewesen. Oder ganz anders, nochmal einen Hühnerhof nur für Hühner oder dass auf den anderen Höfen vielleicht noch ein paar Hühner dazugekommen wären, wäre vielleicht auch cool gewesen. Ja, viel mehr kann man jetzt hier auch gar nicht dazu sagen. Deswegen würde ich hiermit jetzt auch das Video beenden. Schreibt uns doch auch gerne in die Kommentare, was ihr von der Karte haltet, wie ihr sie findet. Vielleicht habt ihr ja sogar schon drauf gezockt und ob ihr Bock auf mehr solche Karten und Reviews habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute.